Hallo und herzlich willkommen zu Dredge. Ich wünsche dir bei der Folge von heute viel Spaß. Das war eine aufregende Nacht gestern, als wir auf dem Weg von Schwarzfels hier zu unserer fahrenden Händler gefahren sind. Hat uns irgendein Seeungeheuer angegriffen. Ja, es wird hier immer gefährlicher. Und so langsam kommen wir wahrscheinlich auch der Geschichte, was hier eigentlich so abgeht, immer näher. Oh, hier haben wir eine Anomalie drin. Die angeln wir uns direkt mal raus. So. Mal gucken. Oh, sogar eine neue, die wir noch nicht kennen. Was bist du? Du bist eine Bartmakrele. Die haarfeinen Barteln, die aus Maul und Flanken wachsen, bewegen sich noch lang, wenn der Fisch schon nicht mehr zappelt. Damit müssten wir von ihm... Ah, nee, eine Anomalie können wir von ihm noch finden. Okay, wir angeln aber hier noch den restlichen Fisch raus. So. Oh, zu spät. Okay, unsere Krabbenreuse. Wo ist sie denn hin? Ah, da hinten. Da ist gar nichts drin. Wir machen mal Folgendes. Ach, Delfine. Mein Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ich werde mal hier direkt den Fisch verkaufen. Ich gehe mal hier zum Fischmarkt. So. Ich hole mir jetzt hier noch so eine Krabbenreuse. Weil ich möchte immer noch für da hinten bei diesem... Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, warum jetzt so eine dramatische Musik? Ich möchte immer noch da hinten bei dieser Krabbenreuse, bei diesem Ritualstein die eine Krabbe platzieren. Keine Sorge, das Video geht gleich weiter. Alles, was ich hier für dich mache, ist, damit du vom Alltag etwas abschalten kannst. Wenn dir das gefällt, dann belohne mich doch mit einem Daumen nach oben oder einem Abo und betätige für dich die Glocke, damit du nichts verpasst. Und um hier das komplette Let's Play zu sehen, bekommst du jetzt eine Info oben in der Ecke. Die haben wir immer noch nicht entdeckt. Darum schmeiße ich jetzt hier nochmal ein Krabbennetz hin. So. Okay. Und dann schauen wir nochmal, ob wir hier in dem Gebiet noch irgendetwas aufsprengen können. Wenn wir mal auf die Karte gucken, wir haben hier eigentlich so schon alles entdeckt. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendein Geheimnis, was wir noch nicht kennen. Wir fahren jetzt hier nochmal rein, in der Hoffnung, dass nicht gleich wieder dieses Monstervieh kommt. Okay, er zieht an uns vorbei. Er hat uns nicht bemerkt. Glück gehabt. So, hier einmal angeln. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Ah. So. Dann können wir mal gucken. Vielleicht haben wir hier Glück, dass hier Holzplanken drin sind. Nein, ein Schmuckstück. Oh, 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 oh. Ich glaube, der Fisch kommt. Wir haben Säckchen Golddublonen, ein Säckchen voller Golddublonen. Dafür bekommt man sicher einen guten Preis. Jetzt ist die Frage, wo ist der Fisch? Ich will nicht, dass er uns irgendwie trifft und kaputt macht. Hier haben wir noch was. Ach, wieder ein Schmuckstück. So, was haben wir jetzt gefangen?
Eine Duplone, eine einzelne Duplone, sieht aus wie echtes Gold. Ich mach schon mal das Licht an. Oh, ich traue mich überhaupt nicht so richtig, mich hier vorzubewegen. Was haben wir hier? Bei dem Wasserfall? Ja, hier können wir mal ein paar Fische mitnehmen. Ach mein Gott, was ist mit mir los? So, ein Fisch. Und noch ein Fisch. Warte mal, wir können hier noch einen hinpacken. So. Und hier können wir mal das Gebiet aufsprengen. So, Sprengladung benutzen. Okay, dann haben wir hier den Durchgang frei. Wir müssten doch jetzt eigentlich da sein, wo dieser Altar ist, ne? Moment, lass mal eben hier schauen. Ja, genau, da ist der Altar. Ah, okay. Das war ja auch noch die Frage, ob diese Krabben hier frisch bleiben. Also er ist zumindest verdorben, aber er hier ist noch frisch. Ich denke mal, der ist dann schon auf unserem Schiff verdorben. Die bleiben im Altar, also in dem Zustand, wie sie gewesen sind. Und wir müssen noch, wenn wir mal da gucken, noch so eine Krabbe, die irgendwie so ein, ja, so ein Häuschen auf dem Rücken hat, finden. Die haben wir immer noch nicht entdeckt. Ja. Ah, nee, ich will nicht in den Paniknebel. Ah, lass mich in Ruhe. Nicht, dass hier gleich wieder dieses eine Ungeheuer kommt. So. Wo waren unsere Krabbenhäuser? Da hinten steht einer. Ah, dieser Pan... Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Wo ist der denn? Oh, da hinten. Ja, der fährt nicht zu uns. Okay, hier haben wir nur so ein kleines Vieh drin. Und die andere Krabbenreuse, die steht dort. Oh, hier haben wir einen Taschenkrebs. Zwar nicht das, was wir haben wollten, aber eine Trophäe. So, dann docken wir hier jetzt wieder an. Und gehen erstmal direkt zum Fischmarkt. Alles verkaufen. Dann gehen wir einmal in unser Lager. Und da packen wir hier diese Sachen rein. Das und das. Okay. Und bei der Werft gucken wir nochmal. Und holen uns nochmal eine Sprengladung. So, damit wir immer eine dabei haben. Okay, das war's dann auch schon. Wir haben 12:30 nachts. Wir gehen schlafen. Weiter geht's mit unserer lustigen Schifferei, Fischerei. Und ich sehe gerade, wir haben die Nacht über wieder das Licht angelassen. Zum Glück ist das hier nicht so, dass man hier batterieabhängig ist oder so und dann kein Licht mehr hat. Es geht nur ab und zu mal irgendwie aus. Ich lege mal ab und mache mal das Licht aus. Und packe hier mal wieder unseren Speed rein. So, unsere beiden Fischreusen, die sind leer.
Wir suchen ja immer noch diese eine Krabbe. Warte mal, hier sind Fische, die angeln wir mal. So. Was wir noch brauchen, wir müssen unbedingt noch nach Materialien suchen, dass wir mit unserer Dredge-Ausrüstung die drei Planken bekommen, damit wir unser Schiff weiter ausbauen können. Und was ich noch machen möchte, nochmal eine Krabbenreuse holen bei der Fischhändlerin. So. Zum Fischmarkt einmal. Fische verkaufen, eine Krabbenreuse kaufen. So. Und die bringe ich jetzt nochmal in ein etwas tieferes Gebiet. So, hier sehen wir... Ja, ich pack die mal hier hin. Vielleicht sind ja hier diese Krabben irgendwo, irgendwie, die wir gebrauchen können für diesen Ritualstein. So. Okay. Da können wir dann am Abend drei Krabbenreusen direkt abklappern. So, wir fahren... Oh, der Blitzeinschlag gerade. Wir fahren jetzt hier einmal nochmal um die Insel rum und suchen nach Materialien. Für Schiffsplanken. Hier haben wir schon welche. So. Okay. Schiffsplanke Nummer 1. Drei Stück brauchen wir. Nummer 2. Ah, es ist wieder hier. Na, wie legen wir die am besten? Oh, super. Wir kriegen direkt drei raus. Au. So, und die dritte. Gut, das war's. Hier nicht irgendwo gegenknallen, bitte. So, wir haben ja in unserem Boot hier auch diesen arteriellen Motor und hier dieses Zeichen des Untergangs. Bis jetzt ist aber hier noch nichts Außergewöhnliches passiert. Also keine Ahnung, ob das noch irgendwelchen Einfluss hat, dass die so merkwürdige Gegenstände sind. So, das sind alles nur Fische. Da drin haben wir auch nur Fische. Hier ist ein Wasserwirbel. So, Wasser... Ah! Sind wir dem entkommen? Oh, ich glaube, der ist noch hinter uns, oder? Ah, oh, da schwimmt er weg. Oh mein Gott. Dieser blöde, einäugige Fisch. Der macht mir jedes Mal Panik. Ach, und das wird auch schon wieder dunkel. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwelchen Schrott? Oh, es ruppelt hier schon wieder. Also irgendwas ist hier unter uns und macht irgendwelche ruppeligen Dinge, so wie Unterwassererdbeben oder sowas. So, das hier nehmen wir noch mit. Ah, das geht ja relativ einfach. Oh, und wir haben währenddessen auch noch ein Buch zu Ende gelesen. Wir haben... Moment. Das hier mit die Kunst der silbernen Zunge haben wir gelesen. Und zwar hat sich jetzt für 10% unser Verkaufspreis erhöht und um 10% der Einkaufspreis reduziert. Oh, okay. Wir kriegen also mehr Geld. Die Kunst der silbernen Zunge. Mehr psychologischer Ratgeber, denn simples Sachbuch über kaufmännische Transaktionen. Das Buch befasst sich mit den Grundlagen der menschlichen Psyche und vermittelt einige geniale Verhandlungstaktiken. Ich habe allerdings den Eindruck, dass der Autor nicht alle seine Geheimnisse preisgibt. Clever.
Gut, dann lesen wir das andere Buch auch noch. Wir haben hier noch Der entspannte Geist. So, und ansonsten... Hier hätten wir noch eine Anomalie. Jetzt ist nur die Frage, können wir das hier rausholen, ohne dass dieser Einäugige zu uns kommt? So. Scheint ein Seeaal zu sein. Oder Meeraal, besser gesagt. Ja. Ja, komm, dann nehmen wir hier einen mit. Das reicht aber auch. Mehr Platz haben wir jetzt in dem Boot eh nicht. Und ich habe Angst vor dem einäugigen Glubschaugenfisch. Ja. Was war denn jetzt? Oh, komm, au. Jetzt donnern wir hier auch noch ran. Sollte uns das Licht nicht beruhigen? Dankeschön. Was glitzert denn hier jetzt noch rum? Ach so, das ist ja unser... Hä? Oh, das ist hier dieser schwarze Felsen. Der hat jetzt irgendwelche Symbole. Der Stein erzittert vor dir. Im Inneren leuchten unbekannte Symbole auf. Lege deine Hand auf den Stein. Plötzlich durchfährt dich ein Frösteln, das dir bis ins Mark dringt. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Ein stürmischer Wind heult über die Klippen hinweg und rüttelt an einem großen Schiff, dessen Segel sich plötzlich blähen. Auf dem Stoff erscheint ein hautloses Antlitz. Der Mannschaft entfährt ein entsetzliches Stöhnen. Okay, das ist vielleicht das Rätsels Lösung. Wir müssen panisch sein, damit wir diese schwarzen Felsen berühren können und ihr Geheimnis enthüllen. Okay. Gut. Wir schippern jetzt aber mal hier Richtung unserer Krabbennetze. Oh Gott, mein Gott. Tauch doch nicht so plötzlich vor mir auf, du Felsen. Warte mal, wir nehmen mal hier noch den Speed rein. Wo sind denn... Oh, was ist hier? Wo ist denn unsere Anlegestelle? Es ist schon nach 2 Uhr. Und ich will nicht schon wieder von diesem einen komischen Fisch hier angegriffen werden. So, Anlegestelle. So, na, an die Krabbennetze gucken wir dann am nächsten Morgen. Mir ist das hier echt zu heikel gerade. Wir sind zu panisch. Nicht, dass hier noch irgendwas wieder passiert. So. Dann verkaufen wir mal diesen Meeraal. So, dann können wir in das Schwimmdock mal reinschauen. Und hier packen wir jetzt unsere ganzen Holzplanken rein. So, jetzt brauchen wir 800 Münzen. Die haben wir auch. Dann haben wir unseren Rumpf wieder ausgebaut. Rumpf Stufe 3. Super. Jetzt können wir hier wieder, wir haben hier 2 Angelplätze, Plätze für Schleppernetze, für Fracht, für Motoren und für Scheinwerfer. Da können wir ja schon mal anfangen. Wir haben ja ein paar Materialien hier. Lauter Stoff auf jeden Fall. Stoff können wir schon mal hinlegen. Überall, wo Stoff benötigt wird. So. Hier wird kein Stoff benötigt. Das wäre ja Frachtplatz. Da packe ich schon mal unsere Teile rein, diesen Metallschrott. Ach doch, Stoff wird hier auch benötigt. Okay, weil darauf werde ich mich dann als erstes konzentrieren, dass wir wieder unser Frachtbereich als erstes ausbauen, damit wir wieder mehr Platz auf unserem Boot haben. So, das war es dann aber auch schon, ne? Wenn wir jetzt ins Lager reinschauen, hier haben wir noch so einen Ring. Also einen heben wir uns davon auf, den anderen verkaufen wir.
Ja, und das war's dann hier auch schon. Wir können jetzt noch mal in die Werft schauen. Unser Schiff muss nicht repariert werden. Hier hoffe ich immer noch, wenn wir hier hin... Sie hat uns ja einmal ein Forschungsteil verkauft. Wenn wir hier bei ihr reinschauen, dass sie wieder ein Forschungsteil im Angebot hat. Aber hat sie diesmal nicht. Okay, dann werden wir schlafen gehen. Das war heute die Folge mit Dredge. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.